Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Auf die Frage, warum die Folgen eigentlich immer so kurz sind, habe ich eine ganz einfache Antwort. Und zwar, es gibt kein Intro mehr und auch die Zwischensequenzen, wo die Strecken gewählt werden, lasse ich ja immer weg. Und noch dazu, ich bin auch froh, wenn ich mal ein paar kürzere Videos habe, denn somit dauert das nicht so lang beim Schneiden, also beim Rendern generell. Es dauert auch beim Hochladen nicht so lange, somit habe ich dann mehr Zeit für mich selbst. Ich glaube, da sind wir dann alle zufrieden. Ihr habt eure tägliche Dosis, fast tägliche Dosis Dummheit. Ich habe blanke Nerven und das reicht vollkommen. Aber sollte ich ab sofort das Gefühl haben, dass mir die Folgen ein bisschen kurz vorkommen, dann bin ich natürlich nicht ab... wer schießt denn da auf mich? Nicht mit mir, ich würde dich ja gerne vorlesen, aber geht ja leider nicht, du bist ein Japaner. Japanische Schriftzeichen ist nichts für mich. Ne, sollte ich irgendwie das Gefühl haben, dass mir die Folgen zu kurz vorkommen, dann bin ich natürlich nicht abgeneigt, dass ich vielleicht eine fünfte oder eine sechste Runde dranhänge. So machen wir es ab sofort. LOL, ich bin nicht mal letzter, ich krieg einen Blitz. Warte, BAM! Ich glaube, das war ganz gut, der Blitz. Chancen sind auch gut, dass ich jetzt meine gute Platzierung hinkriege. Hoffe ich zumindest. Solange ich jetzt ein Bitch-Move kommt. Okay, das war gut. Jawohl, jawohl. Mach jetzt nichts Dummes, Markus. Machst du sowas? Ei! Nein, da war eine Banane! Troll! Obwohl! Komm, 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 komm! Fuck ihn ab! Dritter! Jawohl, jawohl! Als ob man so gut in den Tag startet. Jawohl, 19. 19 Punkte. Und die sind ja nicht mal schwach da drinnen. Da ist einfach ein... Die sind ganz schön gut, muss ich mal sagen. Noch dazu dafür, dass die Japaner sind. Also bitte, das ist ein gutes Ergebnis. Da gewinnst du einmal, beziehungsweise schneidest einmal ganz gut ab und schon liefen wieder alle. Das ist wieder typisch für meine Station. Ja, naja, egal. Jetzt wird es eh nicht so gut ausgehen. Der Wipfelweg, wie ich ihn hasse. Zumindest die letzte Abkürzung, da bin ich es auch gewohnt, immer wieder in der letzten Runde zu failen und dann, ja, wirst du letzter. Zumindest wenn ich am Abend immer spiele und ich sehe den Wipfelweg, ich werde da immer letzter. Ich kann mir das nicht erklären, warum. Stimmt, mein Fahrer heute ist der liebe König Buhu. Ich möchte das nämlich heute mal ein bisschen austesten, wie das wirklich so ist, denn es ist ja irgendwie so, dass die schwereren Charaktere, das heißt König Buhu, Bowser, Morten... Wen gibt's noch? Rosalina, glaube ich, auch. Zählt dazu. Also einfach die schweren Charaktere, dass die anscheinend mehr Tempo haben und so. Das stimmt auch. Somit kannst du mit denen ein hohes, nicht nur ein hohes Tempo, sondern auch eine hohe Beschleunigung erzielen, wenn du das richtige Kart willst. Das ist auch der Grund, warum wir alle mit Morten fahren und mit. Oder sowas. Und dann halt auch dieses Wiggler-Ding nehmen. Ich meine, jetzt gerade habe ich noch gar keins gesehen. Das wundert mich ja. Mal also hätte die Hälfte schon wieder Wiggler-Bike. Oder was weiß ich, Wiggler-Kart ist das, glaube ich, sogar. Aber das hohe Tempo zahlt sich offenbar aus. Das heißt natürlich nicht, dass nicht Yoshi weiterhin mein Lieblingscharakter ist. Auch mit dem fahre ich nach wie vor gerne. Aber ich glaube, in den Folgen muss ich mich damit abfinden, dass... Hat bei mir gerade das Handy geläutet? Alles klar, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ne! Alter, weg von mir. Klau mir meinen hart verdienten roten Panzer. Den wollte ich nachher noch abballern. Ne? Wird mir wieder weggenommen, alles hier. Weg da. Als ob. Ich hab drei... Das sieht stark nach dem ersten aus. Also der ist möglich. Nein! Der ist nicht möglich! Schlampe, 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 Schlampe. Ai, 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 ai. Schnell, tu was, Markus, tu irgendwas. Ich hätte mir die Items aufbewahren sollen, ich Idiot. Bitte fuck dich ab. Nee. Naja, gut. Zweiter Platz trotzdem. Da war jetzt viel Glück dabei. Ich habe gerade schwarz gesehen, wie mich der Rote getroffen hat. Wie viele Punkte sind denn das jetzt wieder? 25! Mit Abstand die meisten! Die ich krieg. Nicht die ich hab, die ich krieg. Nicht verwechseln. Oh. Heute sind Erfolgserlebnisse angesagt. Der zuckersüße Canyon und dann auch noch mit 200 CCM. Hui,
Auf welchen Stellen muss ich denn da wieder aufpassen? Auf jeden Fall die scharfe Kurve da, wo das... Was war das nochmal? Marzipan oder... Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich spreche schon wieder nur in Rätseln, deswegen lasse ich das lieber mal. Aber 200 CCM beherrsche ich wenigstens ganz gut. Also da habe ich gute Chancen, jetzt Erster zu werden. Zumindest wenn meine Leistung jetzt bleibt wie in den vorherigen Runden. Aber japanische Leistung niemals unterschätzen. Die wollen das nämlich nicht. Na super, ja okay. Bei den Zufällen natürlich, dass wieder, dass man wahrscheinlich als zweiten Platz, so wie es bei mir vorher noch war, ein Dreierpack-Ding bekommt. Oh, was war? Die war deutlich unten. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Er kriegt seine gerechte Strafe. Dankeschön, genau. Warte mal, was habe ich am Anfang gesagt? Ich habe die Chance, Erster zu werden. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. Aber jetzt kommen wenigstens meine Kumpanen, die lieben Buhus. Naja gut, ganz immun bin ich natürlich auch nicht, dass er... Oh, Königspilz gestohlen! Da regt sich natürlich der Letztplatzierte oder was weiß ich, wer den hatte, auf. Und ein Kugelwilli als Siebter. Soll ich mir den jetzt aufbewahren oder nicht? Nicht, dass jetzt ein Blitz kommt. Das wäre scheiße. Na komm, verwenden wir ihn. No risk, no fun. Ja, Blitz! Als ob! Ja, ja, ja! Ja! Geister Zufall in meinem Leben! Es kann heute nicht mehr besser werden. 30 Punkte! Ba, 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 wir tanzen den Aloha, hupala. Ba, 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 ba. Ohne Spaß, Leute, mit Ansage gerade vorhin beim zuckersüßen Canyon. Ich sag, wir können Erster werden und wir werden's auch. Bis jetzt nur eine Leistungssteigerung. Zuerst Dritter, dann Zweiter und jetzt auf einmal Erster. Müssen wir das nur mal halten? Also nochmal Erster werden wäre natürlich absolut... Mega, da hätte ich dann keine Worte mehr. Obwohl ich gerade noch immer am Überlegen bin, soll ich heute 4 Runden machen oder 5? Aber ich glaube, ich werde es bei 4 belassen. Ich fordere mein Glück lieber nicht allzu sehr heraus. Noch dazu, das kann ja jetzt wieder zerstört werden auch. Nicht vergessen, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ich war wirklich gerade kurz gefreezed vor Freude. Oje, oje, oje. Jetzt mal sieht es nicht ganz so gut aus. Aber als ob das jetzt dran liegt, weil ich mit dem Buhu schneller bin als sonst. Das gibt's ja nicht. Mir fällt das ja nicht mal irgendwie auf. Ja, okay, 200 CCM Vorteil wahrscheinlich, weil das wirklich gar keiner umgehen kann. Ich habe gerade geschweigt eigentlich, weil ich mit der Banane getroffen habe. Auf einmal erwischt es mich selbst auch. Au! Nicht auf mich. Lass mich in Ruhe. Hat er noch einen roten? Er hat auf den Stern gewartet, aber natürlich hat er drauf gewartet. Du kleiner Mongo! Das rechne ich dir übel an. Mit dem wirst du nicht durchkommen. So, wen haben wir denn da? Auch endlich mal ein Japaner, der was auch nicht auf japanische Zeichen setzt. So, aber jetzt komme ich. Der Goldene macht's. Ja, okay, vorausgesetzt, ich lenke in die richtige Richtung. Was ich ja gerade nicht getan habe. Oh, oh, das ist... Na, okay, jetzt gehen wir an. LOL. LOL! Schon wieder! Das Glück ist auf meiner Seite. Wieder der Blitz zum richtigen Zeitpunkt. Komm, Markus, du hast... Das ist nicht mein Ernst gerade, oder? Wenn jetzt einer von euch ein Ding hat, ich schwöre, ich kotze auf euren Nacken. Warum setzt du ein Ding ein? Warum setzt du einen verdammten Ding ein? Die werden alle abgeschüttelt. Das ist gut. Als ob du... Ja, Leute, ihr habt gerade gesehen, es gab Schwarzbild. Das Problem, was ich nämlich hatte, war, dass ich mitten, wie ich über die Ziellinie gefahren bin und gerade mich über meinen ersten so richtig gefreut habe, dass die Aufnahme abgeschmiert ist. Das ist bitter. Ich weiß.
Aber ich muss sagen, das war heute eine der geilsten Folgen, die ich jemals hatte. Dritter Platz, zweiter Platz und zweimal erster. Wann hatten wir das letzte Mal so einen krass geilen Erfolg? Ich glaube, das ist schon, das war seit der 5000er-Ding nicht mehr. Also mit 7000 circa hat es, glaube ich, angefangen mit der ganzen Rumpfehlerei. Bei 5000 waren es noch einzelne Ausrutscher. Aber dass wir das jetzt bei 11, das ist geil. Also unterschreibe ich so, gebe ich auf. Gut gemacht. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.